Der Check-in im Salzburger Terminal 2 ist mittlerweile zur Routine geworden. Weinviertel DAC und Blaufränkischland luden zur Weinverkostung. Weinviertel DAC ist immer ein grüner Veltliner und er ist immer spritzig, würzig, pfeffrig. Und vor allem, wir haben jetzt in zwei Stufen, das heißt eher klassischen Bereich und auch im Reservebereich. Seit 2010 werden die besten Weine des Weinviertels unter der hochwertigen Herkunftsbezeichnung DAC Reserve verkauft. Sie gelten als das Herzstück der Weingüter, werden länger ausgebaut und sind lagerfähiger. Weinviertel DAC hat sich in den letzten Jahren wunderbar entwickelt. Wir haben begonnen mit ca. 1 Million Flaschen und mittlerweile haben wir 3 Millionen Flaschen pro Jahr, die an die Konsumenten verkauft werden. Und das trotz immer schwierigeren Bedingungen. 2010 war klein und schwierig, aber das Ergebnis war sehr gut, also gerade am Weißweinsektor. 2009 Reserven sind sehr gut. Also 2009 war ein ideales Einsteigerjahr für so kräftige Veltliner. Es gibt keine schlechten Jahrgänge. Der Jahrgang ist nichts anderes wie ein Rückblick in die Vergangenheit, sprich auf das Jahr 2010. Die Wetterbedingungen waren schwer. Wir hatten Hagel, zu wenig Sonnenschein. Das zeigt sich im Wein. Dieser Rückblick ist fruchtig, frisch und knackig. Aus dem Blaufränkischland, dem Mittelburgenland, werden Klassik 2009 und 2008er Reserve verkostet. Ich würde eher sagen, dass der Wein, das Weingut selber, da wo ich jetzt gerade groß beim Igler, wie ich ja schon kennen, von seinen Großvaterzeiten, und da schon gut war, weil er war sicher einer der ersten Winzer, die in Österreich anscheinend Wein zusammengebracht haben. Rotland. Also Mittelburgenland DAC ist der spezifische Herkunftswein des Mittelburgenlandes. Es ist ein reinsortiger Blaufränkisch, der von Frucht und Würze dominiert wird. Und die Trauben kommen zu 100% aus dem Mittelburgenland. Zu sagen ist noch, dass es ihn in drei Kategorien gibt. Fruchtbetont als Klassik oder als Riedenbezeichnung oder auch als Reserve, die ist dann kräftiger, vollmundig. Ich bin die burgenländische Weinprinzessin und meine Aufgaben sind, den Wein zu präsentieren und den Leuten den Wein schmackhaft zu machen. Das war ja Gott sei Dank nicht allzu schwierig. Den Weinliebhabern hat es sichtlich geschmeckt. Zwischen Profis und Kenner mischte sich auch so mancher Promi. Ja, ich habe schon einiges gekostet jetzt und ja, jetzt ist ja schon der Frühling und so und persönlich ein bisschen schauen, was auf dem Weißweinsektor so ist und ja, es sind schon einige ganz gute da. Ist schon ein bisschen Lust gewachsen? Ja, Lust, da muss man einfach ein bisschen orientieren, es sind ja sehr viele Aussteller da, da muss man sich ein bisschen hineinschmökern und ein bisschen kosten. Das dachten sich auch die Gäste und drängten sich um die Winzer. Schließlich wollte jeder bei dem großen Angebot seinen persönlichen Favoriten herausfiltern.